Funktion und Aufbau von Sperrröhren sowie Nullloden. Aufgrund der detaillierten Bilder empfiehlt es sich, dieses Video in der HD oder besser 4K-Variante anzuschauen. Was sind Sperrröhren bzw. Nullloden? Der Begriff Nullode stammt von der einfachsten Form der Sperrröhre, da diese über keinerlei Elektroden verfügt. Diese werden hauptsächlich in der Funkmesstechnik eingesetzt, also Radarsystemen. Radar ist eine Abkürzung für Radio Detection and Ranging, also funkgestützte Ortung und Abstandsmessung. Das Problem bei dieser Anwendung ist, dass der Sender und Empfänger dieselbe Antenne teilt und dadurch die starken Sendeimpulse den Empfangsteil zerstören kann. Aufgrund der schnellen Signalfolge ist eine Trennung der beiden Komponenten mit elektromechanischen Maßnahmen wie zum Beispiel Relais nicht möglich. An dieser Stelle kommt die Sperrröhre ins Spiel. Die LG 71 von Telefunken wurde Mitte 1943 entwickelt und ist eine einfachste Form der Sperrröhre ohne Elektrode. Sie wurde so konstruiert, dass sie über einen Hohlleiter eingeschoben werden konnte. Die Röhre ist mit Wasserdampf unter geringem Druck gefüllt. Das Prinzip ist, dass bei einem Sendeimpuls zur Antenne wird ein elektrisches Feld im Hohlleiter aufgebaut, das stark genug ist, um den Wasserdampf zu ionisieren. Durch das ionisierte Gas fließt nun ein Strom, dessen elektrisches Feld dem Hohlleiter entgegenwirkt. Auf diese Weise wird ein Großteil der Energie absorbiert und kann nicht mehr den Empfänger beschädigen. Während die schwachen Signale des Empfangs keine Ionisation auslösen und kommentarlos und problemlos zum Empfänger gelangen können. Die LG 73 von Telefunken funktioniert nach demselben Prinzip wie die LG 71. Sie wird aber auf das Leitungsende aufgesteckt, wirkt somit als Terminator, um eine Reflexion des Signals im Hohlleiter selbst zu verhindern. Die LG 75 ist identisch mit der LG 71. Sie verfügt aber über eine Außenmetallisierung des Glaskolbens, um Störungen der Elektronik zu vermeiden. Um die Zuverlässigkeit der Sperrröhren zu verbessern, war der nächste Entwicklungsschritt das Hinzufügen einer Hilfselektrode, um das Gasgemisch mit einer Vorionisation zu versehen. Die hier gezeigte Röhre ist leider nicht zu identifizieren. Eine weitere Form der Sperrröhre sind Röhren mit Elektrodenpaare, die als Kondensator ausgebildet sind. Dadurch kann die Frequenz der zu sperrenden Impulse festgelegt werden, da die Elektrodenpaare einen Schwingkreis bilden. Als Beispiel ist die amerikanische Röhre 6322 abgebildet. Die Resonanzfrequenz kann über eine Stellschraube verändert werden. Dabei wird der Abstand zwischen den Elektrodenpaaren verändert. Als Ionisationshilfe befindet sich in der Röhre eine geringe Menge des Isotops Cobalt-60. Die LG 76 von Telefunken verfügt hingegen über ein fest justiertes Elektronenpaar mit einer Vorionisation. Als letztes Beispiel wird die englische CV293 gezeigt. Auch diese Röhre verfügt über einen festen Abstand der Elektroden. Zu sehen ist aber auch die Halterung, mit der die Röhre in den Hohlleiter eingespannt wird. Ebenfalls arbeitet diese Röhre mit einer Vorionisation.
Danke für die Aufmerksamkeit und bis bald. So hört es sich an, in der Isarvorstadt zu wohnen.